On the grid, ich bin hier mit Bezirkshauptmann Manfred Walch vom Bezirk Leibnitz. Herr Walch, wie schaut die aktuelle Situation im Spielfeld aus? Was ist derzeit der Stand der Dinge? Ja, die Situation derzeit ist Gott sei Dank sehr ruhig. Also es läuft alles in geordneten Verhältnissen ab. Wir hoffen, dass es so bleibt, dass wir die Leute versorgen können, auch während der Nacht in den beheizten Zelten, und dass der Abtransport weiter so stattfindet, also in geordneten Verhältnissen, wie es heute den ganzen Tag gelaufen ist. Wie viele Personen befinden sich gerade aktuell in der Sammelstelle? Das ist schwer zu sagen, nachdem es ständig also einen Abfluss und einen Zufluss aus Slowenien gibt. Also schätzungsweise würde ich sagen, jetzt ca. 3000. Sie sagen Abfluss aus Slowenien. Wird das blockweise von Slowenien abgefertigt oder wie kann man sich das vorstellen? Die Slowenen bemühen sich, das blockweise zu machen. Es ist so, dass die Leute mit Zügen, hauptsächlich mit Zügen, also hier nach Spielfeld, nach Schendil gebracht werden, besser gesagt, dort leider sich sehr kurz aufhalten, nur weil sie wollen über die Grenze, sind sehr schwer von den Slowenen zu halten. Wie viele Leute haben Sie derzeit im Einsatz? Man könnte davon ausgehen, also ich kann es nicht genau sagen, müsste man die Einsatzleitung befragen. Es wird ja von der Landespolizeidirektion in Graz gesteuert. Also ich schätze, dass derzeit zwischen 300 und 400 Personen hier tätig sind, also von den Einsatzorganisationen. Und wie lange sind Sie heute schon im Einsatz? Ich war zu Mittag bei der Lagebesprechung in der Landespolizeidirektion und bin direkt hierher gefahren nach Spielfeld. Wie lange, glauben Sie, wird dieser aktuelle Stand der Dinge noch so weiterlaufen? Das kann niemand abschätzen. Also ich glaube, dass die politischen Verhandlungen hoffentlich laufen von EU über die staatlichen Verantwortlichen. Wir hier vor Ort können noch hoffen, dass es nicht allzu lang dauert, weil die Witterungslage ja nicht gerade Hoffnung macht, dass es einfacher wird hier mit der Betreuung. Und eine Frage, es gibt immer wieder diese Gerüchte von Plünderungen oder Ausschreitungen. Was können Sie dazu sagen? Ich meine, heute hat es eine kurze Demonstration gegeben von österreichischen Patrioten, teilweise rechtes Lager. Spürt man einfach eine angeheizte Stimmung? Naja, man muss verstehen, dass die Bevölkerung Angst hat. Es ist eine völlig unbekannte Situation, mit der man erst lernen muss, umzugehen. Dass sich die Bevölkerung Sorgen macht, versteht man. Wir machen uns alle Sorgen, wie das weitergeht. Es ist nur schade, dass falsche Informationen, Falschmeldungen zusätzlich die Stimmung im negativen Sinn anheizen. Diese Behauptungen, die hier immer wieder in den Raum gestellt werden, von Plünderungen, von Vergewaltigungen, von irgendwelchen kriminellen Delikten, kann man überhaupt nicht bestätigen. Also wir sind ständig mit der Polizei in Kontakt, wir gehen den Anzeigen nach, sowohl von der Behörde als auch von der Exekutive aus. Also es hat sich von allen Anzeigen bzw. Behauptungen nichts bewahrheitet. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch und ich hoffe noch ruhige Tage. Dankeschön. Alles Gute.